Hallo ihr Süßen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich zu meinem Geburtstag die Schmuckausgabe von Emma von Jane Austen bekommen. Und in diesem Video werde ich euch die Schmuckausgabe ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und das Video gefällt euch. Hallo ihr Süßen, einige von euch haben ja mitbekommen, dass ich zu meinem Geburtstag von einem sehr lieben Menschen die Emma Schmuckausgabe bekommen habe. Und ich freue mich so extrem, ne? Ich habe geheult, als ich es ausgepackt habe. Also, die Schmuckausgabe ist so wunderschön. Also, die Blumen hier sind wieder erhaben gemacht. Das könnt ihr hoffentlich sehen. Und das auch so Glitzer. Aber ich gehe mal näher ran, dass ihr die Blumen seht. Seht ihr das? Also, die sind da erhaben gemacht. Und ich liebe das ja, ne? Das finde ich ist ja mit eins der schönsten Sachen in den Schmuckausgaben, dass man die schon in die Hand nimmt und sie fühlen sich besonders an. Jetzt zeige ich euch das Buch mal so rundrum. Also so sieht es dann im Regal aus. Und so von hinten. Und wie immer die hinteren Blumen und die im Schnitt kann man nicht, den Buchrücken kann man nicht fühlen. Nur die vorne auf dem Cover. Könnt ihr auch lesen, worum es im Roman geht, weil sie immer noch nicht kennt. Und jetzt zeige ich euch das Buch ein bisschen von innen. Also, es sind jede Menge Goodies dabei. Also erstmal hier diese Übersicht, die ist immer hinten dran. Wenn man es dann auspackt, geht sie weg. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das Buch selber, bevor ich euch den die Goodies zeige. Also wenn man es aufschlägt, wieder hier vorne, wo man Namen eintragen kann, dann schaut mal, ist das nicht hübsch? Ich finde, da versinkt man schon direkt so in diese Welt. Das Buch ist wieder in mehrere Bücher unterteilt. Und wieder auf jeder Seite oder fast jeder Seite eine kleine Illustration. Also das finde ich ja unglaublich toll. Und dann eben diese Übersicht. Und die Goodies. Und das sind wieder jede Menge. Also es sind echt viele. Auf meinem Blog habe ich eine Auflistung gemacht, welche genau. Und ich finde es halt einfach so toll, mit wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wird. Also die Illustrationen selbstverständlich, aber eben auch die Goodies, die immer einen Bezug zum Buch haben. Also diesmal ist zum Beispiel ein Brief dabei, den Jane Austen persönlich geschrieben hat und in dem es um Emma ging. Und ja, auch zum Beispiel das Originaldeckblatt vom Manuskript ist auch dabei oder halt von der ersten Ausgabe. Und das gibt einem irgendwie so ein Gefühl der Verbundenheit. Nicht nur zu dem Buch, sondern auch zu Jane Austen selbst und ja, auch zur Jane Austen-Fangemeinde in dem Sinne. Also, ja, das ist einfach so ein ganz bestimmtes Gefühl, wenn man diese Schmuckausgaben sich gönnt oder in meinem Fall auch geschenkt bekommt. Es sind ja auch nicht nur Jane Austen-Romane, die als Schmuckausgaben rauskommen. Es gibt ja mittlerweile auch schon Jane Eyre, Sturmhöhe, Anna Karenina. Also es gibt immer mehr und ich finde das so toll. Und ja, ich spare fleißig. Ja, aber ich finde es einfach toll, diese 10 Goodies, die dabei sind, aber eben auch die Illustrationen im Buch. Ihr werdet es sehen, wenn ihr euch eine anschafft, ihr werdet es sehen. Es ist so ein ganz bestimmtes Gefühl. Ja, diesmal war das Buch auch umwickelt innen mit, dreh es mal um, diesem Ding. Ich vermute, damit die Goodies nicht rausfallen. Und ich finde es einfach toll, dass da jetzt eben ein Spruch drauf ist, ein Zitat von der Jane Austen. Hier innen sind die anderen Schmuckausgaben. So von diesem ersten großen Schwung, die ersten vier. Und ja, also ich finde es einfach, ach, so schön.
Also, dieser liebe Mensch, der wahrscheinlich das Video auch sehen wird, danke. Du weißt, wer gemeint ist. Und euch anderen möchte ich einfach die Schmuckausgaben nochmal ans Herz legen, weil ich liebe sie. Und ich hoffe wirklich, diejenigen von euch, die sich eine gönnen, denen wird es genauso gehen wie mir und ihr habt einfach dieses Oh Gefühl, wenn ihr es in der Hand habt. Das. Dann war es auch schon wieder von mir und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!